fand es sehr gut, dass ich hier teilnehmen durfte in der Players Lounge. Also auf jeden Fall ein sehr informativer Abend, sehr gute Einblicke erhalten über die neuen Produkte von Nike. Ich finde es gut, dass Nike jeden verschiedenen Spielertypen versucht, den passenden Schuh herzustellen. Und zum Beispiel mir gefällt am meisten der Nike Tempo, weil der aus Leder ist und ich gerne mit Leder spiele. Ja, der Mercurial, der neue, dass er halt das neue Stollensystem hat, dass sie rausgehen, wenn der Druck aufgeübt wird. Das fand ich auf jeden Fall eine innovative Neuerung. Ja, ich fand es richtig gut, dass zwei richtige Fußballprofis hergekommen sind und wir mit denen einfach nur so mal quatschen konnten. Dass Dennis Naki und Charles Taki da waren, fand ich cool, weil ich von Charles Takis Spiel auch beeindruckt bin. Also ich denke, für uns ist erstmal wichtig, wir sehen den HSV jetzt nicht unbedingt als Konkurrenten. Für uns ist wirklich in erster Linie so wichtig, dass wir drinbleiben, als dass wir jetzt irgendwie vor den HSV landen. Sie waren nicht abgehoben oder arrogant, sondern haben sich super freundlich verhalten gegenüber uns. Für einen offenen Spieler würde ich den Schuh schon empfehlen, weil ich denke, wenn ich diesen Schuh trage, dann denke ich da auch, als ob ich gar keinen Schuh an kann. Also wir durften nach Hause nehmen diese wunderschöne Players Lounge Jacke und wir haben einen Gutschein dafür bekommen, dass wir hier unsere Nike Schuhe bedrucken lassen können. Ja, ist auf jeden Fall mal ein Erlebnis. War sehr nett von Nike.